So, zweiter Teil, also ich meine mit zweitem Teil, wir haben uns eben nochmal ausgiebig darüber unterhalten, diese 133 Sekunden, also hier, die wir eben als besseren theoretischen Wert angenommen haben und die 99 Sekunden verglichen. Wir hatten eben gehört, das ist nicht 1,39 Minuten, sondern 1 Minute 39, so muss man die Stoppuhr werten. Das liegt schon wesentlich näher dran. Und wahrscheinlich hat der Wasserkocher sogar noch einen höheren Wirkungsgrad, denn auch hier, von solchen Berechnungen ausgehend, würde uns das stören. Auf jeden Fall, denke ich mal, war das eine soweit wissenschaftliche Arbeit und da, denke ich mal, kann man wirklich.